Hallo Leute, gefällt euch mein neuer Hintergrund? Ich habe gedacht, das ist einfach mal ein bisschen interessanter als immer nur eine weiße Wand im Hintergrund. Und jetzt zeige ich euch, was ich in Lissabon so geshoppt habe. Also bleibt dran. Ja, ich fange direkt mal mit meiner schicken Kette an. Diese Statement-Kette ist von Zara aus der aktuellen Kollektion. Und ich war ja in Portugal, also in der Hauptstadt Lissabon. Und da ist Zara etwas günstiger als bei uns und diese Kette, oh hallo Becky, diese Kette hat 23 Euro ungefähr gekostet. Ja, und ich finde die richtig, richtig schön, vor allem mit den Federn. Ich habe die zweimal angehabt und es sind schon Federn abgegangen. Aber, ja, ich finde die voll schön. Dann mache ich mal weiter. Mein nächster Einkauf, was ich ganz dringend gebraucht habe, ist eine ganz schlichte, schwarze, enge Skinny Jeans. Und ja, die ist von Stradivarius. Das gibt es leider nicht in Deutschland. Die hat 20 Euro gekostet und die sitzt mega gut, zumindest bei mir. Und ich glaube, es wird eine meiner Lieblingshosen, meiner neuen. Dann habe ich mir bei Zara auch noch einen Schal gekauft. Und zwar ist der in so einem Senfgelb und hat hier so ein bisschen, ja, so ein Ombre-Look drin. Und da interessiert mich mal wirklich, wirklich eure Meinung. Meine Cousine sagt nämlich, dass der Schal mir super gut steht. Und meine Mama findet Gelb an mir einfach schrecklich. Und jetzt ziehe ich den mal an. Und ihr müsst mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Farbe findet, okay? So, wie findet ihr sie? Schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich finde den Schal eigentlich echt schön, aber... Es verunsichert halt irgendwie, wenn jemand sagt, das sieht irgendwie gar nicht gut aus. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch der Schal an mir gefällt. Der Schal hat, ich glaube, 17 oder 18 Euro gekostet bei Zara. Dann habe ich noch einen Schal gekauft und zwar ist das so ein ganz schlichter schwarzer Schal mit ja, so Tiermuster und sowas drauf und Bäume sind auch drauf. Und die Muster an sich finde ich gar nicht so cool, aber wenn man den anzieht, dann sieht der eigentlich richtig schön aus, finde ich. Und passt super. Und den habe ich aus so einem Straßenladen. Und der hat 2 Euro gekostet. Und ich finde den richtig, richtig schön. Ja, für 2 Euro musste ich den natürlich mitnehmen. Dann war ich in einem kleinen Schuhladen in Lissabon. Und da gab es richtig geile Schuhe. Und da habe ich diese hier ergattern können. Das sind so Espadrillos mit Cutouts an den Seiten. Und ich finde die mega schön. Und die haben oben ja diesen Metallic-Look und hinten an der Ferse. Und innen drin steht natürlich auch Shoe Love is True Love. Hallo! ja, wer mir auf Instagram folgt, hat die auf jeden Fall auch schon gesehen. Und auch den gelben Schal und die schwarze Hose und noch ein paar andere Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde. Ja, die Schuhe hier haben auf jeden Fall ungefähr 35 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein paar Schuhe gekauft, weil hallo, Shoe Love is True Love, ne? Da braucht man natürlich noch ein paar. Und zwar sind das diese schicken Schuhe hier. Die haben auch wieder ein Cutout, wie man sieht. Und die haben einen leichten Plateau und sehen sonst eigentlich aus wie ganz schlichte weiße Sneaker. Aber die sind hier oben noch ganz leicht gestreift und ich finde die voll schön für den Sommer. Und die waren von Stradivarius und haben ungefähr 35 bis 36 Euro gekostet. Bei Zara natürlich noch mehr gekauft, weil erstens war es dort günstiger und zweitens gab es einfach in der Kollektion gerade Sachen, die mir richtig gut gefallen haben. Und dazu gehört dieser schwarze Shopper. Und der ist innen, tada, rot. Oder sind gerade noch eine Kaufmannssister. Der ist innen rot, der hat innen dann noch so eine, ja, so eine Innentasche mit Reißverschluss, weil man die Tasche nämlich nicht zumachen kann. Beziehungsweise man kann sie nur hier zubinden. Und das Coole finde ich dran, man kann diese Tasche einfach rumdrehen und surprise, surprise, dann hat man eine rote Tasche.
so. Das dauert ein bisschen. Aber eigentlich mag ich das Schwarz in Schwarz schöner. Und es sieht irgendwie voll geil mit dem Rot innen aus. So. Okay, das Schild muss man abschneiden. Aber so schnell geht's und dann hat man eine rote Tasche. Und das finde ich mega, mega cool. Ja, einen schwarzen Shopper habe ich sowieso gebraucht und die Tasche hat 25 Euro gekostet. Hallo! Da musste ich die natürlich mitnehmen. Und ja, ich als Beauty-Blogger, Vloggerin musste natürlich noch zu Sephora. Und ihr kennt 100 Pro, wenn ihr meine Videos guckt, diesen Concealer. Und zwar ist das der Concealer von der Eigenmarke Sephora in der Farbe 03 Clear Light. Den benutze ich in fast jedem Video, wo ich einen Make-up-Look schminke. Und das ist für mich bis jetzt wirklich der beste Concealer ever, 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 ever. Und ich glaube, die haben den Preis erhöht. Auf jeden Fall hat der jetzt 13 oder 14 Euro gekostet. Und ich habe mir gleich zwei gekauft, weil Sephora gibt es bei uns ja nicht. Also in Deutschland. Und ja, jetzt habe ich wieder einen kleinen Vorrat. Dann habe ich mir noch eine BB-Cream bzw. eine CC-Cream von Sephora gekauft. Die habe ich ausprobiert, fand die Farben super gut und ich habe auch eine neue BB-Cream gebraucht, weil meine leer war. Und die Farbe passt mega gut zu meiner Haut. Und dann habe ich die ausprobiert und dann fand ich die so gut, dass ich mir auch eine zweite kaufen musste. Weil es die ja bei uns nicht gibt und da bin ich immer mega traurig, wenn ich sowas aufbrauche. Oder ich schone es so lange, dass ich es nicht aufbrauche. Und das ist ja eigentlich auch total dämlich. Und deswegen habe ich mir gleich zwei gekauft. Davon hat eine, glaube ich, 16 oder 17 Euro gekostet. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einen Mascara gekauft. Ja, der ist super klein. Ich habe mir auch die kleine Größe gekauft. Und zwar ist das der von Benefit. They are real Mascara und den wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil der ja irgendwie ziemlich gehypt ist, aber es ist mir echt zu viel für eine Mascara 30 Euro oder mehr auszugeben. Und jetzt habe ich erstmal die kleine Größe gekauft, wollte ihn mal ausprobieren. Hier sind jetzt 4 Gramm drin und das hat 11 Euro gekostet. Und wenn ihr wollt, mache ich euch darüber eine Review, dann gebt mir ein Däumchen hoch, dann mache ich eine Review drüber. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch auch ein Däumchen hoch. Wenn nicht, dann lasst es halt einfach bleiben. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gekauft hättet oder was ihr lieber im Laden gelassen hättet. Und abonniert mich kostenlos auf meinem Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Hier findet ihr jetzt noch ein anderes Video und zwar ist das mein letzter Shopping Haul und zwar mein XXL Shopping Haul aus London. Wenn euch das interessiert, dann klickt doch unbedingt mal drauf und ja, bis dann, tschüss!